Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des Imperiums. Mein Name ist Christian und dies ist ein neuer Vlog-Eintrag für meinen Vlog rund um das Spiel Forge of Empires. Heute geht es, die Überschrift verrät es schon und der Fall hier zeigt ja auch schon drauf, um das Forge Bowl Event. Das Event, das vielleicht schon viele erwartet haben, mehr als das Winter-Event. Winter-Event ist kaum vorbei, da geht es schon mit dem Forge Bowl-Event los. Man hat also kaum Zeit, das merke ich zumindest in einer Nebenstadt, in der ich nämlich ein Level aufgestiegen bin. Und noch nicht mal, also ein Zeitalter, und ich bin noch nicht mal wirklich ins Ende gekommen. Nur für diejenigen von euch, die sich wundern, weil normalerweise sind ja immer die Videos mit der 9 am Ende, die Videos, in denen ich Städte anderer Spieler besuche, also die regelmäßigen Kanalzuschauer werden jetzt sagen, das passt jetzt nicht in mein System. Das stimmt, das tut mir leid, das werde ich auch an einer anderen Stelle, vielleicht im nächsten Vlog-Eintrag, aber vermutlich im nächsten Geschwätz ein wenig kommentieren. Mein Geschwätz ist ja immer die Alternative zum FOE-Magazin. Zwinker. Okay, nichtsdestotrotz ich darüber jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Nehmt es einfach so hin. Und wir möchten uns heute ein wenig mit dem Forge Bowl Event beschäftigen. Dazu habe ich einiges vorbereitet, auch ein, zwei Rechnungen aufgemacht. Und die möchte ich dann mit euch noch kurz durchgehen. An gegebener Stelle. Und noch ein bisschen was dazu kommentieren und mir auch das Event mit euch ein bisschen genauer anschauen. Dazu gehen wir dann auch auf das englische Wiki. Ich werde versuchen, alles in meinen Möglichkeiten zu übersetzen. Der Link zum englischen Wiki, der sich immer lohnt bei jedem Event, den habe ich auch dann unten in der Videobeschreibung natürlich gepostet. Hier oben, es blinkt schon das Forge Bowl Event. Und ich bin hier in einer Nebenstadt, das nicht ohne Grund. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie das Ganze ist. Es ist eigentlich ein normales Event, wie die meisten Events, vielleicht nicht wie das Winter-Event oder das Sommer-Event, aber diese kleineren Events, auch das Frühlings-Event, funktionieren immer so in diesem Aufbau. Fußball-Event ist eigentlich genauso. Man hat hier so eine Art animierte Spieler, die jetzt hier so ein bisschen tänzelnd mit dem Hintern wackeln und jetzt kann man sich sozusagen einen Spieler auswählen von diesen dreien und wenn man das macht, dann wirft er sozusagen der hier hinten dann den Ball nach vorn, also zu dem, der durchkommt und dementsprechend bewegt man sich in den Yards hier nach vorn. Das hier ist sozusagen die Yards, die werden hier mal angezeigt. Insgesamt muss man, wenn man die Yards dann erfüllt hat, also am Ende ist, hier bekommt man einen Touchdown und als Touchdown bekommt man dann hier einen Preis. Der wechselt immer zwischen einem Upgrade-Kit des aktuellen Eventgebäudes und einem anderen Preis, wie hier zum Beispiel die Forge-Punkte. Dieses Mal ist es der Olympische Tresor, der ja auch schon von vielen heiß erwartet wird. Das ist im Grunde genommen der Aufbau. Man hat eine Liga, die am Ende der 20 Tage bekommt man einen Ligenpreis, je nachdem, wo man ist. Wenn man schon allein nur ein bisschen teilnimmt, kommt man in der Regel in die Amateurliga, beziehungsweise auch Anfängerliga ist ja, schafft man schon irgendwie, wenn man halbwegs das Ganze spielt. Interessanter ist es dann schon mit der Bronzeliga. In die Bronzeliga kommt man, wenn man das Event schon vollkommen abschließt. Normalerweise, das ist auch ein bisschen weltenabhängig, schafft man es dann auch hin und wieder in die Silberliga, mit, wenn man das Event sehr engagiert spielt. Und die Goldliga ist normalerweise den Diamantenspielern vorbehalten. Ihr seht es hier bei mir auf Feldrangier, meine Stadt heißt Kastopia übrigens, haben schon einige fleißig Yards ausgegeben. Also das sind sozusagen die Yards, die man zurücklegt. Ich habe mich hier noch nicht vom Platz bewegt, weshalb ich noch am ziemlichen Anfang bin. Also auch da, also man muss wenigstens einmal gespielt haben, um in die Anfängerliga zu kommen. Aber einen Wurf, den kriegt man ja schon am ersten Tag irgendwie mit. Also von daher eigentlich kein Problem. Und dementsprechend werden dann auch die Preise immer besser. Hier bekommt man zum Beispiel die Schildwacht, die ihr 2% Verteidigungsbonus für angreifende Armeen liefert. Also sprich, eure angreifende Armee bekommt nochmal 2% auf den Verteidigungswert.
Oder hier die Schildwachtstufe 2 dann 4%. Also die Silberliga wäre schon erstrebenswert. Natürlich auch die Goldliga ist gar nicht so schlecht. Schön finde ich es diesmal auch, dass man hier überall das Plus 1 Kit noch dazu bekommt. Und hier für diejenigen Carl Rogers als Porträt, damit kann man zeigen, hey, ich habe es geschafft, in der Goldliga zu landen. Also damit kann man auch zeigen, dass man dort ist. No, hier oben stehen die Bälle, die man einsetzt, also die man zur Verfügung hat. 48 gibt es hier bei ihm. Kostet er kostet 105 und er 62. Natürlich, je teurer sie sind, desto weiter kommt man nach vorn. Die Werte der einzelnen Spieler werden wir uns dann gleich noch anschauen. Also jetzt hier nicht einfach planlos klicken. Ihr könnt euch auch die Preise der einzelnen Spieler anschauen, wobei ich in der Regel gar nicht mal so sehr nach den Preisen schaue, sondern eher nach den Prozenten. Beziehungsweise das Event hier spielt sich eigentlich auch ziemlich gut durch. Hier kriegt man halt noch Einheiten dazu. Hier bei den Goldspielern ist es normalerweise so, jetzt hier nicht, bekommt man eigentlich immer noch manchmal noch etwas Gutes halt als Extra. Der heutige Hauptpreis am ersten Tag ist das Koloss Pit. Die Haupttagespreise wechseln natürlich jeden Tag und ab 24 Uhr gibt es einen neuen Preis. Das ist alles soweit für diejenigen, die schon mehrere Events durchhaben. Ja, ziemlich vertraut. Also, man kann im Grunde genommen nicht viel falsch machen, aber ich werde noch ein paar strategische Konzepte bringen. Denn strategisch neu ist es diesmal, dass man einen Trainer bekommt oder zu Englisch Coach. Eingestellt ist der Standardtrainer, ganz normal. Er bietet die Chance, 3% die Belohnung jedes Spielzugs zu verdoppeln. Klingt erstmal nicht schlecht. 3% heißt im Schnitt jedes 33. Mal, 33,3. Mal sozusagen. Bekommt man einen Preis dazu. Ich würde mal nicht darauf tippen, dass es der Hauptpreis ist. Dann gibt es den Fortschrittstrainer, der gewährt einen extra Yard pro Zug, also die würden hier sozusagen noch eins weiter wandern. Den Spezialtrainer erhöht die Chance auf den Preis des Tages um 5%. Den würde ich dann eher nehmen, wenn ich auf den Tagespreis gehen würde. Und Ligatrainer verdoppelt die durch den Zug erhaltenen Ligapunkte. Das sind sozusagen die, und jemand, der alle vier Sachen benutzen möchte, braucht den Trainer, also der Trainer sozusagen, mit dem Diamantsymbol auf der Kappe und hier auf der Jacke. Und der kostet dementsprechend 150 Diamanten und bietet sozusagen alle Vorteile. Ob ihr die 150 Diamanten investieren wollt, wenn ihr sie denn habt, ist euch überlassen. FOE-Tipps empfiehlt das ja, die mal zu investieren. Man bekommt ja Diamanten durchaus in der Gildenexpedition. Ich finde es, kann ich ja mal kommentieren. Naja, gerade für Spieler jüngeren Zeitalters, also Spieler, die schon ja höheren Zeitalters sind, wie ich zum Beispiel, die auch die Gildenexpedition locker bis Stufe 64 spielen, für die sollten die 150 Diamanten in der Regel nicht das Problem sein. Aber für Spieler, die gerade das Spiel erst angefangen haben, ist das ein bisschen, also die werden den Trainer sozusagen, diesen Trainer hier wahrscheinlich nicht unbedingt spielen können, außer sie haben noch Diamanten irgendwie drüber. Also behaltet euch eure Diamanten. Man bekommt ja auch Diamanten mittlerweile hin und wieder beim GVG. Also spart euch vielleicht die 150 und anstatt jeden Tag einen neuen Tagespreis euch zu holen, also jeden Tag eure Bälle zu verschießen, würde ich euch auch raten, Tagespreis bisschen, das schauen wir uns auch noch an, mir einen Tagespreis auszusuchen an eurer Stelle und an diesem Tag dann den entsprechenden, also diese 150 auszugeben, so ihr dann wollt. Wenn ihr nicht wollt, kommen wir auch schon zu zwei grundlegenden Strategien. Also den Standardtrainer würde ich euch nicht empfehlen. Ein extra Yard für jeden Spielzug, der ist wichtig. Auf den würde ich an eurer Stelle gehen. Oder ich sage es mal anders. Wir lassen den mal hier raus. Wenn man jetzt sich zwischen den vier entscheiden müsste, würde ich den Standardtrainer weglassen, weil die 3% kommen meist bei irgendwas, was ihr gar nicht braucht. Also den würde ich euch vielleicht nicht empfehlen. Genauso wenig würde ich euch empfehlen, die verdoppelt die durch den Zug erhaltenen Ligapunkte. Also auch den würde ich euch nicht zwingend empfehlen. Ligapunkte sind zwar ganz nett, aber wenn ihr jetzt darauf schielt, in die Goldliga zu kommen, oder vielleicht auch in die Silberliga. Ich sag's mal so,
Es wird schwer möglich, denn ihr geht davon aus, dass die anderen Spieler also dass es viele Spieler geben wird, die 150 Diamanten investieren. Mit denen haltet ihr dann also im besten Falle mit diesem Spieler mit. Ihr habt also mit dem nichts gewonnen. Da würde ich lieber sagen, okay, den wählen wir mal nicht. Wenn ihr einen ausgewählt habt, bleibt das für 24 Stunden erhalten. Ihr könntet jetzt zum Standardtrainer und sagt, ups, nee, ich wollte doch lieber den Standardtrainer zurückwechseln. Und jetzt steht da, wenn du zu diesem Trainer wechselst, wird dein aktueller Trainer abgewählt. Du wirst deinen aktuellen Trainer erst wieder verwenden können, wenn die Sperrzeit abgelaufen ist. Bist du sicher, dass du wechseln willst? Ich drücke mal hier Ja. Jetzt kann man natürlich die Abklingzeit für 50 Diamanten überspringen. Ergibt aber eigentlich nicht großartig viel Sinn. Also, die beiden Trainer würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Jetzt ist es hier natürlich die Frage, erhöht die Chance auf den Preis des Tages um 5%? Das ist ja dieser hier. Wenn euch also der Tagespreis wichtiger ist, dann würde ich diesen Spieler hier wählen. Also wenn ihr sagt, okay, dieses Gebäude, ich erzähle euch auch gleich noch warum, ist mir jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, dann würde ich euch empfehlen, diesen hier zu wählen. Also 23 Stunden jetzt ist der sozusagen und dann erhöht sich sozusagen eure, ja, Tagespreischance um 5%, das heißt, ihr werdet den Tagespreis wesentlich häufiger halten. Und wenn ihr sagt, naja, das mit dem Gebäude, mit dem Eventgebäude, also dem Tresor, der ist mir nicht wichtiger, dann würde ich euch diesen hier empfehlen, also den Fortschrittstrainer. Dann wäre der halt wichtig. Ihr seht also, ihr könnt jetzt auch immer noch nur zu ihm zurückspringen. Jetzt habe ich mal alle verschossen und könnte jetzt entweder hier einen von denen nochmal für 50 Diamanten einsetzen oder hier 150 Diamanten, dann sowieso für den. Das geht ja immer. Okay, ich werde hier in diesem Fenster jetzt nicht spielen. Ich gehe dazu nachher dann in eine andere Stadt. Deswegen habe ich das mal gemacht, um euch auch das zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Okay, bevor wir vielleicht manche Sachen, um euch vielleicht die Entscheidung schon mal abzunehmen, der Olympische Tresor, also das diesmalige Eventgebäude, hat sozusagen Zufriedenheit mehr als Einwohner, Zufriedenheit und Einwohner und auch die Münzproduktion, also als auch wenn er motiviert ist. Die Vorratsproduktion sind natürlich zeitalterabhängig. Hier ist es jetzt das späte Mittelalter. Und der hat insgesamt 10 Stufen. Und der wird dann halt immer ein bisschen besser. Wenn man jetzt mal auf Stufe 6 geht, kommen hier noch Fortschrittspunkte dazu. Also, ne, wenn er motiviert ist und Güter. Und das Beste, wenn man auf Stufe 9 geht, seht ihr, man bekommt 20 Güter, 7 Fortschrittspunkte. Ja, von der Rest erhöht sich halt auch. Er hat insgesamt 20 Felder, also ist mit den 7 Forge-Punkten auf 20 Feldern schon ziemlich gut. Aber der Olympische Tresor verwirklicht sich im Grunde genommen, wenn man ihn voll ausgebaut hat. Denn da bringt er 8 Forge-Punkte auf 20 Feldern. Das heißt, er braucht 2,5 Felder pro Forge-Punkt. Und damit ist er im Grunde genommen schon ein wenig besser als das meiste, was man bisher auf dem Markt zu finden hat. Er bringt noch 25 Güter mit, also und diese neue Eigenschaft, also diese hier, was ich eben schon erzählt habe, die angreifende Armee würde mehr Verteidigungsbonus erhalten. Also um euch den auch noch mal kurz zu zeigen, nehmen wir mal an, gehen wir auf die Karte. Ich würde jetzt hier angreifen, dann hat meine Einheit, also das ist sozusagen die normale Einheit, die hat einen Wert von 23,33 und wenn ich die jetzt hier einsetze, dann hat der plus 53% und plus 31% nur im Angriff, nicht in der Verteidigung, also in der Stadtverteidigung wären das andere Werte und das würde dann hier sozusagen nochmal zusätzlichen, also diesen Wert eben erhöhen. Also diese Kategorie, den Verteidigungswert der Spieler zu erhöhen, ist in der Regel bisher nur ganz eingeschränkt möglich gewesen. Über legendäre Gebäude, nämlich Zeusstatue, Aachener Dom, Terrakotta-Armee und Castel de Monte. Nur die haben den Wert erhöht und wenn ihr eure Gesamtwerte auch insgesamt immer übertragen wollt, könnt ihr natürlich in der Boost-Übersicht schauen. Also hier stehen auch nochmal diese Werte. Die Stadtverteidigung erhöht sich halt dort nicht. Das
das muss man eben dazu sagen. Deshalb habe ich hier auch keine Stadtverteidigungswerte. Also wenn ihr auch Stadtverteidiger einsetzt, deren Werte erhöhen sich an der Stelle nicht. Aber das ist ja eigentlich für die alten Hasen unter euch wahrscheinlich auch klar. Ansonsten schaut euch das Magazin an, da erklärt das auch nochmal der FOI-Tipps ein wenig ausführlicher und in Ruhe. Okay, das ist es soweit. Das Event läuft bei mir. Das hier ist eine Nebenstadt. Ich habe schon 8 Quests erfüllt, 7 eine 4-Stunden-Produktion erfüllen. Das ist auch hier in 29 Minuten fertig und dann geht es weiter. Ja, dann würde ich mal sagen, bevor wir uns nochmal den eigentlichen Spielen widmen, kommen wir mal auf mal die lohnenswerteste Seite, die man immer zur Vorbereitung auch sich anschauen sollte. Habe ich eben eigentlich gesagt, dass dieser Verteidigungsbonus, ja, habe ich gesagt, nur auf Stufe 10 sozusagen beim Olympischen Schatz greift. Das ist die Seite des englische Wiki, das ist eigentlich immer ziemlich gut ausgebaut. Na, Forgeball-Event. Hier ist das Ganze auch immer ziemlich gut beschrieben, wie gesagt, auf Englisch. Deutsche Wiki ist da nicht ganz so hinterher. Ja, ihr seht, wenn bei der Questerfüllung, das habe ich eben nicht gesagt, bekommt ihr nach 5 Quests den Olympischen Schatz Stufe 1, dann nach 15 ein Upgrade-Kit, dann hier nach 25.000. Nach 40 Quests wieder ein weiteres Upgrade-Kit und dann hier auch noch eins. Das solltet ihr ein bisschen auf dem Schirm behalten, denn ihr bekommt ihn also, wenn ihr alle Quests erledigt, ihn schon mal auf Stufe 4 ausgebaut. Um auf Stufe 10 braucht ihr also noch 6 Upgrade-Kits. Das wäre es vielleicht. Hier ist auch noch mal das ganze Feld ein wenig erklärt, also wie das Ganze funktioniert. Dann auch die Spielertypen, dass es 4 verschiedene Arten von Spielern gibt, die gehen wir gleich noch durch. Die Coaches, wie die funktionieren, die verschiedenen Ligen sind hier auch nochmal erklärt. Und hier, wie man halt, was sagt man denn, Footballs? Wie heißen denn diese Bälle? Ich nenne es einfach Bälle, okay, kurz Bälle. Fußbälle kann man ja nicht sagen. Ah, da kommt man immer durcheinander. Wie viele man erhält. Also am Anfang erhält man 200 startmäßig. Das habt ihr heute bekommen. Also für mich heute, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wenn ihr euch täglich einloggt, bekommt ihr nochmal 2100 Fußbälle extra. Dann alles absolvieren wären 6600. Und der Bonus in der Mitte, wie eben angezeigt, sind 1400. Also insgesamt ohne Ereignisse, also diese Dinger, die um die Stadt herum liegen, bekommt ihr insgesamt 10.300 Fußbälle. Also in den Ereignissen bekommt man auch noch mal welche, aber bei den Ereignissen, also da gibt es glaube ich bis zu 100. Aber ich habe in meinem letzten Event nicht einmal 100 gekriegt. Ich glaube, ich hatte einmal 50 oder so. Also mit Ereignissen rechnet man in der Regel nicht. Meistens so 1, 2 oder sonst sowas. Dann habt ihr hier die Questline, die gibt es auch auf Deutsch. Bei FOE-Tipps in den Videos steht das meist drunter angepinnt. Und da gibt es einmal die Hauptquestlinie. Das ist sozusagen die, wenn man die erfüllt hat, dann schaltet man die tägliche Questlinie frei. Die ist dann so organisiert, also hier ab Quest 36, dass sich jeden Tag eine freischaltet. Also heute könntet ihr schon 36 Quests erledigen, morgen dann 37. Die verfallen auch nicht, sondern sie bleiben erhalten. Also nehmen wir mal an, ihr spielt in 4 Tagen durch, dann könnt ihr sozusagen in 4 Tagen bis Quest 39 durchspielen, aber dann eben erst den Tag drauf Quest 40. Also ab hier an wird sie sozusagen jeden Tag eine weitere Aufgabe, eine weitere Quest freigeschalten. Freigeschaltet. Die Diskussion hatte ich. Wichtig ist zu sagen, hier seht ihr nochmal die Spieler, also man erkennt die Spieler immer gut an den Hintergrund. Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt die Bilder merken oder den Namen. Hier steht, was sie kosten und hier steht, was sie bringen. Es gibt natürlich die Goldliga, das sind die teuersten Kosten. Ach so, wir gucken nochmal schnell hier oben. Wo stand es? Wo stand es? Wo stand es?
Goldspieler bringen 7 Yards, also ne, 7 Felder nach vorn, Silberspieler 6, Bronzespieler 5 und dann die anderen Spieler 4 Yards. Also je besser, schlechter sozusagen die Sachen werden, desto weniger kommen sie voran. Aber wenn er jetzt sagt, okay, dann nehme ich doch immer den goldenen, da kommen wir gleich noch dazu. Ne? Der tägliche Spezialpreis, dann hat der hier eben, den hatte ich eben im Spiel, da gibt es dieses Vorratsproduktionsbeschleuniger, gibt es den mit den Forge-Punkten, dann gibt es hier den mit dem Siegesturm und mit dem Siegesturm-Upgrade, Kiss und Contestate, weiß ich gar nicht, was das ist. Ja, naja. Ist auch egal, ich gucke immer gar nicht so sehr nach den Preisen. Und hier haben wir eben auch die höchste Chance auf den Tagespreis, liegt 12%. Die Silberspieler 10%, dann gibt es die Bronzespieler, das sind diese hier mit dem braunen Hintergrund und dann gibt es die anderen Spieler mit dem roten Hintergrund und die haben nur 5%. Also bei denen hier wechselt das ein bisschen, also Samuel kostet 8, hat aber auch den niedrigsten Preis dieser Spieler. Ich sage vielleicht nochmal dazu, das zeige ich euch auch gleich nochmal, wenn ihr hier spielt, es sind ja immer nur drei, die kommen auch aus unterschiedlichen Ligen, aber ihr seht, das hier ist sozusagen ein anderer Spieler, das ist Bronze und das ist Gold, hier ist jetzt kein Silberspieler. Es kann natürlich sein, dass ihr mal einen Silberspieler, mal einen Bronze- und mal einen Goldspieler habt, ja, und dann keinen von den anderen. Also ihr könnt jetzt nicht immer sagen, okay, dann gehe ich zum Beispiel nur auf die Goldenen. Kann auch mal sein, dass kein Goldener dabei ist. Also auch das ist natürlich möglich. Trotzdem spielt sich das Ganze sehr einfach, wenn man sich eben im Vornherein eine Strategie festlegt. Denn hier unten. Und das machen die hier sehr schön, finde ich. Also hier steht sozusagen, ist nochmal eine sortierte Zusammenfassung der Spieler. Die kann man auch mixen. Hier ist die normalen Felder, die die Spieler gehen. Dann sind hier die Kosten, die die Spieler gehen. Und hier sind die Kosten pro Feld. Also wie viele Bälle setzt ihr pro Feld ein? Bei 7 Feldern, die der zum Beispiel gehen kann, der Goldspieler, müsstet ihr also 15 Bälle pro Feld einsetzen. Und da seht ihr schon, je weiter das nach unten geht, desto günstiger werden die Spieler. Also die Spieler hier unten, Antony Resources Paris, kostet 41 Bälle, bringt 4 Felder und hat damit, man muss sozusagen nur 10,25 Felder nach vorn gehen, um ihn mehr oder weniger zu bekommen. Ja, hat halt hier den Vorteil. Deshalb geht man eher auf diese hier unten, um eben weiter nach vorn zu kommen. Also diejenigen von euch, die mehr Felder schaffen wollen, für die sind die günstiger. Und da haben die hier zwei Rechnungen gemacht. Einmal die normale Rechnung und dann haben sie hier nochmal die Rechnung, wie viel derjenige kostet, wenn ihr den Boost eingesetzt habt. Also sie sozusagen immer ein Feld weiterkommen. Also dann hier nicht 7, sondern 8 Felder. Ja, dann habt ihr hier die Prozentchancen auf den täglichen Spezialpreis. Da seht ihr eben, wird auch immer schlechter. Aber die Kosten pro täglichen Spezialpreis, seht ihr, die sind dann halt wieder durchwachsen. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, welches hier die günstigsten Kosten sind, also wenn ihr sagt, okay, ich will auf den täglichen Spezialpreis am meisten gehen, ja, also wenn ihr sagt, okay, ich möchte den Spieler mit den Kosten, ich möchte auf diesen täglichen Preis gehen, mir ist dieses Eventgebäude vollkommen egal. Das ist zum Beispiel in Nebenstädten der Fall, also bei Städten, bei denen ihr sagt, mir ist dieses Hauptgebäude eigentlich vollkommen unwichtig. Also der olympische Schatz. Ja, also ich will den gar nicht haben. Ich will zum Beispiel Wunschbrunnen für meine Wunschbrunnenstadt oder sonst sowas. Dann ist das hier hinten entscheidender. Also die Kosten pro Preis. Die sind natürlich hochgerechnet. Wie viele Bälle müsst ihr investieren, um wenigstens um im Schnitt einen Preis zu bekommen? Also zum Beispiel bei Isaac müsstet ihr halt 10, der hat 10%, also müsstet ihr den ungefähr 10 mal spielen, da sind wir bei 100%. Zum Thema Mathematik und solchen Prozentrechnungen wird es von mir nochmal ein extra Video geben, also welche Rechnungen man macht. Geht einfach davon aus, im Schnitt müsst ihr den 10 mal ziehen, den Isaac, und müsst dann also 780 Bälle investieren. Wenn ihr die Chancen um 5% erhöht, würdet ihr sozusagen nur 520 Bälle ausgeben. Und da zeigt sich schon, dass hier im Grunde genommen auch
Also, wenn man danach geht, auch die untersten liegen sozusagen, also ungeboostet, mehr oder weniger, seht ihr, dass hier die untersten liegen am teuersten sind. Also da sind die Mittelklasse liegen, also die Bronze- und die Silberliga halt besser. Geboostet wiederum, also wenn ihr sozusagen noch den Trainer dafür einsetzt, der die 5% mehr bringt, dann sind die unteren wieder besser, also diese hier. Und ihr seht aber auch, dass Kyle schlechter ist, also merkt euch Kyle, der ist von den untersten Ligen der schlechteste. Also den würde ich dann nicht unbedingt einsetzen, wenn ihr sozusagen auf den Tagespreis gehen wollt. Hier müsst ihr also euch eine Strategie zurechtlegen. Ja, also wenn ihr jetzt natürlich sagt, okay, ich mache diesen für 150 Diamanten Trainer, den könnt ihr ja gerne einsetzen. Den werden wir auch ein, also werde ich danach auch einsetzen, um euch das vorzuführen. Wenn ihr den einsetzt, so mehr oder weniger, ja, dann habt ihr sozusagen hier immer diese Geschichte. Ihr müsst halt dann nur einen Kompromiss gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel ausgerechnet, also für euch noch ein paar Rechnungen hier dran aufgestellt, damit ihr wisst, wovon ihr ausgehen könnt. Wenn ihr sozusagen, ihr bekommt ja 10.300 Bälle ohne Ereignisse. Also ich nehme erstmal die 10.300 Bälle, die ihr ohne Ereignisse bekommt. Ihr seht, geboostet bringen die hier ungefähr 10 und die hier 8,20, 9,8, 9,6 und die hier ein bisschen mehr. Ich bin mal davon ausgegangen, dass man im Schnitt diese 10 Bälle pro Feld ausgibt. Dann habt ihr sozusagen 1030 Versuche, so mehr oder weniger. Und ein Feld, also ein Abschluss, sind ja 80. 80 Yards, die ihr zurücklegen müsst, und das wären dann so mehr oder weniger 16,25 Preise. Wenn ihr euch also geboostet zwischen den beiden bewegt, würdet ihr 16,25 Hauptpreise bekommen, also 16 Hauptpreise. Wenn wir uns hier unten das mal anschauen, kurz, also hier sind ja immer die Hauptpreise, da könnt ihr schauen, es geht sozusagen los: 1, 2, 3, 4. Wir hatten ja gesagt, brauchte, also nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ihr bräuchtet 11, 16 würdet ihr bekommen, würdet also hier in ungefähr landen, wenn ihr jetzt da geboostet drauf geht, habt also den olympischen Schatz definitiv an der Stelle sicher. Ja, also das ist dann soweit klar. Das wäre, wenn ihr euch also geboostet auf die beiden hier geht, also sozusagen euch hier bewegt, werdet ihr ungefähr, also immer zwischen den beiden euch entwickelt. Wenn ihr auf 12 Felder im Schnitt kommt, also sozusagen ungeboostet das Ganze macht, ihr entscheidet euch also nicht für den Boost hier, der euch immer ein Yard mehr bringt, sondern ihr entscheidet euch für den Spieler, der mehr Prozente bringt, dann werdet ihr im Schnitt 10,7 Preise erhalten. Also dann wird das Ganze ein bisschen eng, denn wir haben ja gesagt, 11 braucht ihr. Also ihr würdet die 11 dann theoretisch nicht ganz schaffen. 10,72, ja, würde man dann sozusagen schaffen. Und das ist halt das Problem. Das heißt, also ihr müsstet unter dem Wert 12 bleiben im Schnitt. Also ihr müsstet alles daran setzen, so viel wie möglich unter dem Wert 12 zu bleiben. Jetzt ist das Blöde, ihr seht es schon, es gibt nur einen, der hier unter 12 ist. Das heißt wiederum, wenn ihr also den Trainer einsetzt, der euch mehr Prozente verspricht, dann wird es bei euch schlecht. Also wenn ihr nicht den Yard-Trainer einsetzt, dann, oder den zumindest, sagen wir es mal so, für einen gewissen Teil einsetzt. Also ihr müsst ihn auch nicht zur Hälfte einsetzen, sondern es würde schon reichen, wenn ihr den also für circa 2500 Bälle, die ihr ausgebt, einsetzt. Dann würde es reichen. Also wenn ihr ohne Diamanten spielen wollt und ihr würdet 2500 Bälle mit dem Trainer einsetzen, der, wartet mal. Ja, also ihr würdet 2500 Bälle
mit dem Trainer einsetzen und dann die restlichen 7.300 mit diesem Trainer, dann würde es sozusagen klappen. Das Schöne ist dran, selbst wenn ihr euch auf einen Tag festlegt, ja, und ihr sagt, an dem Tag möchte ich den Hauptpreis haben, ja, dann könnt ihr zum Beispiel den Anfang hier mitmachen und das Ende dann damit. Ja, also ihr könntet sozusagen erst einmal sagen, okay, ich mache die ersten 2.500 Bälle, gebe ich dafür aus mit dem Fortschrittstrainer und die restlichen Bälle dann mit dem Spezialtrainer. Das erhöht natürlich an der Stelle eure Chance. Oder aber ihr macht es umgekehrt. Ihr sagt, gut, 7.500 Bälle, ihr könnt auch 7.800 Bälle ausgeben, ist jetzt nicht so schlimm. Sagen wir 8.000. 8.000 Bälle gebt ihr an dem Tag für den Spezialtrainer aus. Nehmen wir mal an, das ist jetzt 5 Tage vor Ende. Und dann gebt ihr am Ende die restlichen Bälle mit dem Fortschrittstrainer aus. Dann sollte es auch reichen. Es reicht aber nicht, wenn ihr nur mit dem Spezialtrainer. Dann wird es eng. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht unmöglich ist, aber es könnte sozusagen eng werden. Das möchte ich halt hier an der Stelle ein bisschen dazu sagen. Ich merke, ich rede schon 30 Minuten, aber ich hoffe, euch ist auch die Präsenz klar. Das, was ich damit sagen will, ist, ja, ihr müsst euch also ein bisschen taktisch aufstellen. Genauso taktisch müsst ihr euch nämlich auch mit den Hauptpreisen aufstellen. Bei 10.300 Bällen und ich habe jetzt mal gesagt, okay, wir nehmen jetzt im Schnitt sozusagen diese beiden hier und wir machen das ungeboostet. Also mit den 5% habe ich mal gerechnet. Dann habt ihr im Schnitt 12 Hauptpreise. Wenn ihr den natürlich boostet, also 10%, dann würdet ihr 24 Hauptpreise bekommen. Jetzt wisst ihr auch, wie es zum Beispiel Dings geschafft hat, FOE-Tipps, der sagte, der konnte sich zwei Kolosse hinstellen. Koloss braucht 10-mal Hauptpreis. Also, wenn ihr mit den beiden hier spielt, und ihr macht die geboostet, dann werdet ihr im Schnitt zu circa 24 Hauptpreise bekommen. Ja, das heißt, ihr werdet zwei Kolosse hinstellen können mit den prozentualen Boosts. Deswegen empfiehlt er ja auch, also an dem Tag mit dem Koloss, heute ist schon der erste Tag mit dem Koloss, aber es kommt noch ein zweiter, ein späterer Tag, an dem Tag eben diesen Trainer einzusetzen, wenn ihr euch einen Koloss hinstellen wollt, Stufe 10. Also Koloss ist der heutige Tagespreis. Der Koloss ist, ihr seht es hier, also er baut sich halt auf, den kann ich nochmal kurz zeigen, auf Stufe 10. Also bis Stufe 9 sieht er auch ein bisschen hässlich aus, muss ich sagen, mit diesem Baugerüst. Auf Stufe 10 sieht er halt richtig schick aus und er bringt halt 6 Forgepunkte und Angriffskraft. Also er bringt auf einer Fläche von 4x4 6 Forgepunkte, ist damit schon ziemlich gut und wie gesagt, 9% Angriffskraft. Jetzt hier noch Angriffskraft ist ein bisschen abhängig vom Zeitalter wieder. Aber zumindest ist der Koloss dahingehend ja ziemlich beliebt und man kann sich also seinen Koloss noch mit hinstellen. Also das ist so ein bisschen das, was hier den Koloss mehr oder weniger ausmachen kann. Ich empfehle also, ja, das vielleicht dazu. Also es gibt in diesem Event ganz viel zu erreichen. Aber seid am Ende nicht enttäuscht, wenn ihr sozusagen nur auf diesen Boost geht, also sagt jetzt, okay, ich will mehr Kolosse haben, dass es am Ende vielleicht nicht reichen wird. Wenn ihr sowieso sagt, ihr zahlt die 150 Diamanten, dann macht das. Wenn ihr jetzt sagt, auch ihr möchtet Geld, ihr seid jetzt noch am Anfang und 150 Diamanten, die kann man sich ja mal kaufen. Dann gibt es heute die Möglichkeit, ja, zum Beispiel hier Diamanten für 20 Euro zu kaufen, und dann kriegt ihr, nee, 110 werden nicht reichen, für 5 Euro Diamanten zu kaufen, da bekommt ihr sogar noch ein paar Bälle dazu. Also da einmalig vielleicht die 5 Euro oder so zu investieren. Ich will jetzt keine Werbung für die Diamanten machen, aber es kommt noch ein zweites Mal. In der Regel kommt das zweimal vor, dass man nicht, dass man zu den Diamanten noch zusätzlich Bälle dazu bekommt. Auch ist es so, das hat Socket schon mal angekündigt. Da fahre ich auch InnoGames nicht an den Karren, wenn ich das sage. Zu den Diamanten. Ihr bekommt in der Desktop-Version, also der Browser-Version, bekommt ihr mehr Diamanten. Also kauft das nicht, wie ich jetzt hier in der App-Version
Also ihr könnt es jetzt nicht anders, weil ihr keinen Desktop zur Verfügung habt. Aber wenn ihr die Chance habt, kauft die Diamanten lieber über den Desktop. Da bekommt man dann mehr Diamanten als in der App-Version. Das hat den einfachen Nachteil, die Grundlage liegt dahin, dass InnoGames für das Anbieten der App in den App Stores, also Apple ist sogar, das weicht sogar noch davon ab, also Apple bekommt man, glaube ich, am wenigsten Diamanten für sein Geld. Das liegt einfach daran, dass die App Stores eine gewisse Gebühr dafür erheben, dass das Spiel dort angeboten wird, wie auch immer die aussieht, anscheinend. Und das heißt, beziehungsweise die greifen sozusagen noch ein bisschen Geld ab von dem, was über die App. Also das Spiel kann man, glaube ich, kostenfrei anbieten, aber wenn über das Spiel bezahlt wird, also In-App-Käufe, dann müssen da gewisse Prozente an den App Store abgeführt werden. Und das schlägt InnoGames halt direkt hier drauf. Und anstatt dass es eben teurer wird, kriegt er halt weniger Diamanten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wenn ihr schon ein paar Diamanten habt, also ihr habt noch 40 oder so, reichen ja auch die 3 Euro. Und dann kriegt ihr halt keine zusätzlichen Bälle, dann ist das auch egal. Ja, müsst ihr jetzt entscheiden. Ich will nur, weil es bisher so klang, so à la, ja, hier der, man muss das sozusagen diesen Premium hier, den da unbedingt kaufen, könnt ihr machen, müsst aber nicht. Also, ja, es lohnt sich halt schon, ne? Dann müsst ihr diese ganzen Rechnungen nicht aufmachen, ihr werdet durchkommen durchs Spiel. Aber gerade wenn ihr auch am Anfang des Spiels seid und ihr nehmt euch vor, gebt kein Geld dafür aus und ihr habt die Bälle nicht, dann ist es halt so, dann gebe ich euch halt den Tipp, 7.500 Bälle mit den Prozenten zu spielen und 2.500 Bälle mit dem zusätzlichen Yard dazu, dass ihr da auch noch auf den entsprechenden, dass ihr das Gebäude hier eben den Olympischen Tresor auch noch vollständig ausbauen könnt. Das vielleicht erst einmal dazu. Also, wir haben uns die Spieler angeschaut, wir haben uns die Strategien angeschaut. Also ich werde zum Beispiel in meinen Nebenstädten, ja, werde ich auf diesen, da gebe ich natürlich keine Diamanten aus, also da bringt mir das Ganze auch nichts. Da will ich definitiv den, der sozusagen tägliche die Prozente erhöht und dann seht ihr schon, dann werde ich vorrangig, also ja, dann versuche ich mich natürlich auch hier in diesem Bereich zu bewegen. Dann aber eher, und das ist ja auch interessant, bis auf Anthony Resources Paris werde ich mich sonst immer versuchen. Also für mich sind dann diese vier Spieler entscheidend. Also Anthony, ja, das ist dieser hier, der Schwarze unter den. Ist das jetzt rassistisch? Ich hoffe, ihr nehmt es mir nach. Also Anthony, sozusagen, das ist auch der günstigste von denen. Also den zu nehmen oder ansonsten eben die Silberliga. Also sozusagen, wenn man die Auswahl hat hier an der Stelle. Ja, das ist also das ist so mehr oder weniger, weil also da finde ich halt auch insgesamt seht ihr schon funktioniert das Ganze hier ja funktioniert ganz gut. Kommen wir noch zu den Quests. Ich empfehle ja immer, sich ein bisschen mit den Quests vorzubereiten. Ich bin gerade bei Quest Nummer 8. Wenn man sich die Quests durchguckt, ihr könnt das in Ruhe machen. Sie sind alle überschaubar. Normalerweise, ja, also ich infiltriere Sektoren, Tavernensilber sammeln, Antikendealer sammeln oder drei Dinge im Antiquitätenhändler sozusagen verkloppen oder eine kleine Armee, ein bisschen paar Münzen bezahlen, einige Kämpfe gewinnen, all solche Geschichten, ja, einige Güter bekommen. Das ist alles nicht so schlimm. Manchmal ist noch mal Quest 25 ein bisschen anstrengend oder 24 in 5 Begegnungen bei der Gildenexpedition gewinnen sie oder eine moderate Verhandlung lösen und in einem Produktionsgebäude eine Stundenproduktion abschließen für Quest 25, 4 Sachen im Antiquitätenhändler oder in einem Produktionsgebäude 4 Stunden Produktion abschließen. Geht alles, ist eigentlich an sich nicht so schlimm und auch hier bis zuletzt. Also das, was ich hier jetzt
übersehen habe, schaut euch die Sachen in Ruhe an, plant das. Also ich plane zum Beispiel immer so von Produktion zu Produktion. Also ich schaue mir immer an, was kommt als nächstes für eine Produktion und dann mache ich das Ganze, also dann produktionsspezifisch. Also um euch das Ganze zu zeigen. Gehe jetzt mal bei mir hier rein in meine Stadt. Das wird jetzt hier auch nicht gleich, also meine Stadt muss ich dann gleich noch einsammeln. Da werde ich auch gleich noch ein paar Sachen einsammeln, muss ich gleich dazu sagen. Ihr seht es schon, ja, so meine Stadt ist gerade einsammelfreudig und ich werde mal ganz kurz die wichtigsten Sachen einsammeln. Apfelmühle. Ah, okay. Also die Apfelmühlen sind wichtig. Der ist wichtig, der ist wichtig, der ist wichtig. Ach so, der ist wichtig, der ist wichtig. Und der ist wichtig. Okay, und damit haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Gebäude, ja, die wichtigsten Gebäude eingesammelt. Das sind nämlich meine Plünderbahn-Gebäude. Ah, und den vielleicht noch. Okay. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. Mir läuft nämlich die Nase. Okay, und da bin ich wieder. Ja, also, das ist mehr und also, ihr seht meine Stadt und jetzt kann ich hier im Event schauen. Ich muss drei Einheiten meines Zeitalters rekrutieren und das kann man ja auch auf verschiedene Weisen machen. Ich zeige euch jetzt mal meine Lieblingsweise. Eins, zwei, drei. Und schon habe ich drei Einheiten rekrutiert. Denn das zeitlose Dojo bringt ja drei Einheiten. Drei Ereignisse sammeln oder zwei Gegenstände im Antiquitätenhändler tauschen, 330.000 Vorräte bezahlen. Machen wir mal schnell. Jetzt ist die Frage mit den drei Ereignissen, ob ich die jetzt hier auf Anhieb finde. Jetzt schreibt bitte nicht in den Kommentaren, da waren doch drei Ereignisse. Meine Antiquitätenhändler habe ich jetzt nämlich hierfür nicht extra angeworfen. Ah, ich sehe es jetzt nicht. Außerdem wird das Bild hier, glaube ich, wenn ich so rum switche, sehr kruschelig. Ich bin ja immer in meiner Hauptstadt mit den Ereignissen selten hinterher, die schon eingesammelt zu haben. Naja, die kommen schon noch, die drei Ereignisse. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich werde ja gleich noch ein bisschen mit Einsammeln beschäftigt sein und da zeigen sich dann auch immer mal wieder ein paar Ereignisse. Okay, ja. Den Rest hier sammle ich dann gleich ein, denn ich möchte ja mit euch zusammen hier den Rest erledigen. Dazu muss ich mal ganz schnell hier meine Schleifenquest einstellen. Also, genau. Und den Rest hier sammle ich dann gleich ein, denn ich möchte euch ja noch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Okay, jetzt. Und das ist ganz wichtig, bevor wir anfangen, natürlich für euch ganz wichtig, ja, nicht vergessen, den richtigen Trainer einzustellen. Ich werde heute, und würde sagen, was? Der macht ja jetzt genau das, was er nicht machen soll. Das stimmt. Also ich mache heute schon mal diesen Trainer hier rein. Ich weiß, das entspricht jetzt nicht der Empfehlung. Das mache ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier besonders wow oder gierig oder ich meiner eigenen Empfehlung widerspreche, sondern das mache ich für euch fürs Video. Also, ich zahle mal die 150 Diamanten. Ich muss immer noch mal nachfragen. Und der ist jetzt für 24 Stunden ist der halt drin. Ja, also bietet dir alle Boni. Jetzt wäre es natürlich blöd, auf einen anderen Trainer zu wechseln. Also, wir haben ihn. Und um das ganze Spiel noch ein bisschen spannender zu gestalten, nehmen wir hier mal noch ein paar mit. Und noch ein paar. Und noch ein paar. Und dann haben wir ja schon mal ein paar Bälle zur Verfügung. Und jetzt, wie eben besprochen, werde ich mich auf diese Ligen hier auf diese Ligen hier. Ihr seht auch, sofort hat man 10%. Also kaufen. Und so spielt sich das Ganze jetzt im Grunde sehr einfach. Oh, ich habe schon mein erstes Kolossauswahl-Kit. Haha!
Schön, ne? Juhu. Also, ihr seht jetzt hier, ja, es spielt sich im Grunde genommen wunderschön, wenn man weiß, was man machen soll. Also, wir nehmen Carlos, Blaupausen, Remires. Und ich möchte ja so weit wie möglich nach vorn kommen. Blaupause, okay. Deshalb gucke ich hier auch nicht nach, welche Preise es gibt. So, ihn dort. Juhu. 10 Supraleiter. So, und wir schauen mal. Blaupausen, juhu. Also, so kann man sozusagen das Spiel hier gestalten. Also an dem Tag, ich sage auch immer, bei mir ist es an dem Tag mit den Wunschbrunnen ein absolutes Geklicker, weil ich dann ja durch alle meine Wunschbrunnenstädte eile und alle Fortsachen ausgebe. Also zweite Koloss, man kann das auch, die Animation glücklicherweise wegklicken. Also, Paris, Anthony Paris ist sozusagen der beste Spieler. Juhu, da haben wir ihn. 10-mal reines Wasser, sehr schön, vielen Dank. Und das Schöne ist auch am Ende, die zusätzlich übertragenen Sachen werden sozusagen. Er war übrigens, Kyle war das letzte Mal der beste Spieler. Ich finde, Kyle sieht ein bisschen aus, als ob er eher in einem Coffeeshop arbeitet. Aber. Wir machen ja jetzt keine Klischees auf. Ne? So, da haben wir jetzt wieder einen der Spieler, Vorräte. Juhu, vielen Dank. Und so gehe ich das jetzt hier also am besten durch, weil ich möchte auch die maximale Distanz. Koloss Auswahl-Kit Nummer 3. Ey, das läuft ja hier wie ein Länderspiel. Mann, Mann, Mann. Koloss Auswahl-Kit Nummer 4. Meint's aber echt gut gerade mit mir, oder? Also, ich glaube, es ist, weil ihr mir hier gerade in Gedanken die Daumen drückt. Also, nee, wahrscheinlich wird dann gleich wieder schlechter. Also, und vor allem, das hebt sich immer ein bisschen auf. Ihr könnt auch übrigens diese Belohnungen, wie jetzt hier die zwei Schwebepanzer, könntet ihr theoretisch auch nutzen. Ja, also so. Und jetzt seht ihr ja schon, der geht ja ein, ist ja weiter. Ja, das verfällt nicht, dieses eine Feld. So, juhu. Olympischer Tresorkit, haben wir schon mal das erste. Und wir starten wieder am Anfang. Es verfällt nicht. Ihr könnt auch, ja, also für das Event hier, für diesen Einsatz des Events, könnt ihr, oh, mich nervt das, dass ich diese komischen Ereignisse nicht finde. Ganzen Tag über nerven einen diese Ereignisse und jetzt finde ich keins. Naja, fällt sich dann gleich. Immer dann, wenn keiner zuschaut, sozusagen, wenn man nicht an die Ereignisse denkt. Okay, machen wir hier weiter. Ja, also ihr könnt auch theoretisch die Sachen dafür nutzen. Juhu, zwei Railguns. So. Also wie viel hatten wir? Drei hatten wir, glaube ich. Habe ich jetzt mein Glück provoziert? Vermutlich, ne? Also. So spielt sich das Ganze hier eigentlich ziemlich gut weg. Also. Jetzt werdet ihr sagen, oh mein Gott, spielt er das jetzt hier echt durch? Ja, also mehr wird jetzt auch nicht passieren, als dass ich jetzt hier, als dass ihr mir jetzt über die Schulter schaut, wie ich das Ganze spiele. Aber da habt ihr auch mal einen Eindruck, was man so bekommt. Ich bin halt aktuell in der Zukunft und gebe halt hier für die Zukunft die Sachen. Deshalb auch manche Sachen. Wunschbrunnenfragment, vielen Dank. Ja, ich sage ja, ich habe gerade den Glücksgott mehr oder weniger verärgert. Ich habe gerade mich so gefreut und gedacht, das kann doch nicht sein. So viel Glück und Postwenden kriegt man vom Glücksgott einen drauf. Agent. Kyle. Coffeeshop. Der nebenan beim Coffeeshop arbeitet. Also ihr seht, das gleicht sich auf lange Distanz aus. Ich kann ja auch mal sagen, also ne, die Zufälligkeit hier, ich weiß nicht, wie Forge of Empires das Ganze simuliert, aber mal schauen. Einen Helden haben wir bekommen. Juhu, Scott-Medaillen nehmen wir doch mit. Auf Scott-Medaillen freue ich mich ja. 6000 Medaillen. Greg, werden Sie es schaffen, die roten Arschwackler, oh, darf ich das überhaupt sagen, die roten Spieler sich nach vorn zu drängen? Ja oder nein? Also. Also ihr habt dann hier auch mal, seht also,
Jetzt haben wir schon zwei geschafft. Ah, noch ein Kolossauswahl geht. Und 50 Forge-Punkte. Das freut mich doch. Juhu. 12.000 Medaillen. Anthony Paris. Nun ja, also ich glaube, dass wenn ihr das hier aktiv spielt, so viel kann ich ja auch sagen, kann das für euch auch mit eines der erfolgreichsten Events sein. Nummer 5 war das, glaube ich. Wir werden doch nicht einen kompletten Satz Koloss auf 2 heute bekommen. Das wäre ja, statistisch gesehen müsste es reichen für einen kompletten Koloss. Aber nur statistisch gesehen. Da ich immer meist unter Statistik bleibe, klappt das Ganze natürlich nicht. Also ihr seht, ich überlege hier auch gar nicht. Also man könnte vielleicht noch das eine oder andere optimieren. Ein Wunschbodenfragment. So, Scott ist wieder dran. Da läuft der Scott rüber. Medaillen, 6.000 Stück. Ich habe auch nie, ja, also, naja, nie Glück will ich nicht sagen. Satellitenspotter. Einheiten, die man in der Zukunft nicht braucht. 12.000 Medaillen, nicht schlecht. Okay. Gut, ich glaube fast, wollt ihr den Rest noch sehen? Wir machen es so. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von all denjenigen, die sagen, ja, das will ich jetzt nicht unbedingt sehen. Von denen verabschiede ich mich schon mal. Hier haben wir die Verdopplung. Das ist jetzt die 3% Verdopplungschance übrigens. Und wo hat sie bei mir gegriffen? Ha, seht ihr, dafür ist das nämlich gut. Ich habe nicht 500.000 Münzen, sondern 1.000.000 Münzen erhalten. Was aber für mich heißt, ganz kurz, dass ich noch mehr Münzen bekomme für meine Quest, also meine tägliche. Ist doch nicht schlecht, oder? 1.000.000 Münzen, sehr schön. Übrigens, falls ihr euch hier fragt, das G ist 1 Milliarde. Also wenn man die 1 Milliarde überschritten hat, dann ist nach Millionen, also vorher steht das M, und danach steht das G. Also für diejenigen von euch, die das vielleicht interessiert. Also Giga, ne? Das ist sozusagen die Bezeichnung. Oh, 2x6.000 Münzen, das hat gleich 2x gegriffen. Und das meine ich. Es wird wahrscheinlich selten. Also für diejenigen, bei denen es beim Hauptpreis greift, herzlichen Glückwunsch. Aber damit kann man natürlich jetzt nicht rechnen. Also, oh, noch ein olympisches Tresor-Kit. So. Wir hüpfen mal hier noch fleißig durch die Gegend. 10 Algen. Juhu. Wenn ich dann fertig bin. Naja. Ja, ich wollte mich ja eigentlich verabschieden. Jetzt kam das mit dem 2% mit der Verdopplung noch dazu. Das ist natürlich auch. Ihr werdet jetzt auch sagen, immer wenn man ja diese kleinen Spieler spielt, das war dann Nummer 6. Wenn man diese kleinen Spieler spielt, dann kommt man ja so schlecht voran. Das stimmt auch. Also es ist halt mehr Geklicker. Ihr bekommt mehr Preise, mehr schlechte Preise und es ist natürlich mehr Geklicker. Also ihr müsst euch langsamer durchklicken. Aber das ist dann Nummer 7. Koloss Nummer 7. Ihr könnt es ja schaffen. Schaffen wir es noch, Koloss Nummer 8, auf einen Koloss auf Stufe 10 zu bringen? Oh, ich weiß gar nicht, ich würde den ja dann gern aufstellen, aber ich habe keinen Platz. Ist das ein bisschen traurig, wenn man einen Koloss nicht aufstellen kann aus Platzmangel? Also ich habe zwar schon, hätte zwar schon theoretisch Platz, müsste aber was anderes dafür abreißen, worauf ich jetzt nicht so viel Lust habe. Naja, so, Medaillen. Jetzt stellt euch mal vor, heute ist der Wunschbodentag und ihr müsst das Ganze 20 Mal machen. Danach fallen euch die Augen aus den Höhlen, kann ich euch versprechen. Das ist das große Nervige. Juhu. Okay. Aber es wird knapp. Wir haben nur noch 1.700 Bälle zur Verfügung. Wollen wir schon mal luschern, ob wir, wo wir in der Liga stehen? Denn zur Liga, das wollte ich eigentlich noch am Ende sagen. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Also auf die Liga würde ich euch, schaut überhaupt nicht auf die Liga. Also, ja, also, das, die Liga, das wird jeden Tag, ändert sich die Liga ein bisschen.
Schildwacht Stufe 1. Oh, sehr schön. Die wollte ich doch haben. Die werde ich auch definitiv aufstellen. Ja, und vielleicht werde ich auch den Koloss aufstellen. Ich weiß auch schon wofür. Ich habe ja heute erst wieder 2 plus 1 Kids erhalten aus den täglichen Herausforderungen. Ich weiß, jetzt schwätze ich hier ein bisschen, aber ich will es auch ein bisschen überbrücken. Ja, vielleicht sollte ich auch mehr Spannung erzeugen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Fortbauereignis des Jahres. Unsere Spieler kämpfen. Wir werden ab durch die Mitte rüber zu Kyle. Ja, Kyle hat es geschafft. 2 Satellitenspotter. Es wird langsam eng. Wir brauchen noch, ich glaube, 3 Upgrade-Kits. Die Chance auf 3 Upgrade-Kits. Koloss-Kits. Wir brauchen 2 Koloss-Kits, um die Kolosse um einen weiteren Koloss aufstellen zu können in unserer Stadt. Werden wir es schaffen, einen zweiten Koloss schon heute am ersten Spieltag aufzustellen? Ja oder nein? Das ist hier die Frage. Und es geht weiter voran. 10 Supraleiter. Habe ich extra für euch übrigens zusammengespart, möchte ich mal dazu sagen. 12.000 Medaillen. Und wir gehen über die, was ist denn das? Linke Flanke, weit ins Feld hineingeworfen. Ein Koloss-Kit brauchen wir noch. Für 1000 Bälle haben wir noch, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe zwischendrin in meinem Geschwafel. Also 9 Stück sollten wir jetzt haben. Und 1000 Bälle haben wir zur Verfügung. Es könnte knapp werden. Also seid nicht zu enttäuscht. Der Algorithmus, mit dem Forge of Empires, also InnoGames hier rechnet, der lässt sich für mich manchmal nicht ganz nachvollziehen. Auf lange Sicht passen die Wahrscheinlichkeiten. Aber eben irgendwie nur auf lange Sicht. Also, aber das ist ja immer so mit Wahrscheinlichkeiten. Also, da ist ja der letzte Koloss. Und was kriegen wir noch? Olympischer Tresorkit. Das ist doch nicht schlecht. Und Wunschbrunnenfragment. Schön. Also über Wunschbrunnenfragmente freue ich mich auch immer ein bisschen. Die sind so ein bisschen, also ich weiß, das unterschätzte Gute. Selbst wenn man keine Wunschbrunnen aufstellt, sind die Wunschbrunnen-Kits ja trotzdem nicht schlecht. Also die Puzzleteile, die sind ein bisschen für mich unterschätzt. Denn wenn man den Wunschbrunnen hat, kann man ihn sehr gut im Antiquitätenhändler für teuer Geld loswerden. Oh, und eine Verdopplung von 10 biogeochemischen Dateien. Oh ja, das Thema falsche Aussprache von irgendwelchen Sachen, dafür würde ich auch nochmal ein schönes Spaßvideo machen. Dinge, die ich falsch ausspreche. Forge of Empires. Aber wenn ich das S hinten dran hänge, nun ja, okay. Aber ihr seht, ich kriege genau nur die 10, ja? Also ich habe jetzt. Also noch ein Kit ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Oh. Habe ich mich gerade beim Schicksal beschwert? 2 Koloss-Auswahl-Kit. Danke, Schicksal. Schade. Ich würde jetzt gerne ein Foto davon machen, aber ich habe es ja glücklicherweise auf Video. Wow. 2 Koloss-Auswahl-Kits. Okay, Nachteil beim Koloss finde ich ist, dass er Einwohner mitbringt. Das ist ein bisschen hinderlich. Noch ein Koloss-Auswahl-Kit. Wow. Na, das wird doch ein super Ereignis. Es geht ja heute schon mal gut los. Also, Event hat sich schon gelohnt. Ich kann dich schon zurücklehnen. Super Sache. Noch ein Koloss. Oh, kriege ich noch den letzten Wunschbrunnen? Schaffen wir das noch? Wahrscheinlich nicht. 12.000 Medaillen. 62. Es kommt auf den letzten Spielzug an. Ist im letzten noch ein Spieler dabei? Oh, Militärtrommler hatte ich schon gar nicht mehr. 48. Wir bekommen ihn noch. Sehr schön.
den Wunschbrunnen, den kann ich nämlich dann morgen gleich in Antiquitätenhändler verkaufen. Okay. Juhu, das war's. Damit ist der heutige Spieltag gelaufen. Und wollen wir mal in der Liga schauen? 968. Ja, Freunde, ich bin in der Goldliga. Aber nur heute. Das wird sich demnächst schnell wieder drehen. Also, ja, auf die Liga gucke ich gar nicht. Also, da lasse ich mich an den letzten Tagen überraschen. Also, ja, das wird im Laufe der Zeit hier drehen. Aber so seht ihr, machen das dann halt Diamantspieler. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch kein oh, Diamantspieler-Bashing oder sonst irgendwas. Ich habe das mit den Diamanten eigentlich auch. Ist zwar ein netter Nebeneffekt für meine Stadt, aber ich habe das eigentlich auch angefangen, um euch an Tagen wie heute, also das war der eigentliche Hintergrund, darf ich das ehrlich mal sagen, ist natürlich nützlich für meine Stadt, aber der eigentliche Hintergrund war, euch an Tagen wie heute das sozusagen zeigen zu können. Oh, meine Dings ist fertig, meine Schmiede, meine zweite Dings. Die sind ja so begehrt beim Plündern. Schauen wir mal, wie viele Koloss-Auswahldinger haben wir gekriegt? 15 Stück. Drei olympische Tresorkits. 15 Koloss-Auswahl-Kits. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und einiges an Geschichten. Gut, mein Koloss und alles werde ich ausbauen, aufstellen, umbauen, was auch immer. Meine Bevölkerung wird weiterhin wachsen und ihr seht, ich habe eine ganze Menge arbeitslose Leute bei mir. Das wird sich also noch weiterhin vermehren. Nun ja, so ist das, so ist das. Das ist das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten, diese Stunde. Ich hoffe, ihr konntet meine Rechnungen nachvollziehen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen nochmal so ein paar Sachen verdeutlichen können zu der ganzen Geschichte. Ich hoffe auch, ihr wart jetzt nicht so gelangweilt von meinem Spiel jetzt hier und habt gesehen, wie ich das halt immer angehe. Wahrscheinlich gibt es da auch noch Optimierungsmöglichkeiten, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe da nicht so großes Interesse. Also, ja, man könnte vielleicht noch ein paar Sachen rausholen. Also, ich weiß es nicht. Wollen wir noch mal schauen, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe? Vielleicht für diejenigen von euch, die sehr großen Ehrgeiz haben. Ah, eine Sache fällt mir auf, da ich das jetzt gerade noch mache. Das will ich euch zumindest noch zeigen. Also, man hätte. Na? Genau. Also, mir war es jetzt möglichst wichtig, ich muss es mal dazu sagen, nicht auf diese Tagespreise zu gehen. Dann wären ja diese hier immer besser gewesen als die, sondern wirklich, also hier auf Yards. Also ja, ich wollte yardmäßig nach vorne. Nicht, dass wenn ihr mich jetzt fragt, warum ich immer von hier nach da gegangen bin, ich wollte yardmäßig so weit wie möglich nach vorne. Warum? Weil ihr seht ja, ich möchte ja Diamanten ausgeben und ich möchte ja mit den Diamanten, die ich ausgebe, noch möglichst eventuell einen zweiten olympischen Schatz bekommen. Wenn ihr jetzt das Ganze spielt, würde ich euch das eben empfehlen. Schreibt euch hier die Namen raus. Also, ja, wenn ihr die Auswahl habt, macht hier das Ranking. Ich habe es auch manchmal gemacht, dass ich auf dem zweiten Rechner das Ranking hatte. Und dann seht ihr, Anthony ist als erstes, danach kommt Samuel, dann Greg. Dann Scott, dann Kyle, dann Carlos. Und genau in dieser Reihenfolge solltet ihr immer auswählen. Also wenn ihr die Wahl zwischen Anthony und Samuel habt, dann nehmt lieber Anthony, ja, wenn ihr jetzt auf Tagespreis gehen wollt. Wenn ihr die Wahl zwischen Samuel und Scott habt, dann nehmt lieber Samuel, ja. Also macht es jetzt nicht so klickermäßig wie ich. So wie ich das gerade gemacht habe, ist es nur ratsam und sinnvoll, wenn ihr auf die Yards gehen wollt. Also sprich auf die Reichweite. Die möchte ich ja haben, weil ich ja möglichst noch einen zweiten olympischen Schatz bekommen möchte. Also mein Ziel ist es, den zu bekommen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte aber eigentlich auf die Tagespreise gehen, was gibt es denn überhaupt? Ich sag mal gleich dazu, ungefähr um 20 Uhr. So, als ich das letzte Mal gesagt habe, ist es dann nicht so gekommen, aber beim letzten Event war es wieder so, kann man immer schon mal lunchen, was hier am nächsten Tag als Tagespreis kommt. Also morgen kommt dieser Sentinel Outpost Level 1. Und ihr könnt aber insgesamt mal schauen auf der Beta. Na? Nein, nicht kopieren. Naja.
kann auch einfach den Tab, den ich schon vorbereitet hatte, anklicken. Auf der Beta könnt ihr sozusagen schauen, was es hier alles gab. Es gab natürlich auch noch das Monument der Helden, den Schrein des Wissens. Die Verteilung ist meist anders, denn ich muss es auch dazu sagen, der Wunschbrunnen und das Wunschbrunnen-Kit kommen meist sehr zeitig. Also es kann sein, dass schon am dritten Tag oder so das Wunschbrunnen-Schrumpfkit kommt oder am fünften der Wunschbrunnen. Dass die sind mittlerweile sehr, sehr zeitig. Ich glaube, damit wollen sie die Wunschbrunnenstätte ein bisschen aushebeln. Ist ja auch okay. Den klassischen Gartenkit, den würde ich euch nicht empfehlen. Der bringt so gut wie gar nichts. Wunschbrunnen, naja, diese Bäder finde ich auch nicht. Also der tolleste Idole, einen bis zwei solltet ihr möglicherweise zusammenbekommen. Wenn ihr mit, also ja, kann man, auf den kann man sozusagen gehen. Ansonsten ist eben auch noch interessant, der Koloss, der Idole, der kommt gar nicht dran. Der Koloss, kommt der Tolos? Ach doch, hier, seht ihr, hier kam einmal das Tolos der Idole. Ja, der kam auch dran. Und hier nochmal der Koloss. Also auch der Tolos kommt diesmal nochmal dran. Und hier auch kam auch das Monument der Helden dran. Dann natürlich das taktische Tower-Upgrade-Kit, Athleten-Unterkunft. Überlegt euch, was ihr machen wollt. Ich werde nicht auf den Tolos gehen. Ich weiß, manche Spieler an dem Tag, an dem der Tolos kommt, werden auch ganz viele Diamantspieler vielleicht nochmal Sachen einsetzen. Ich finde den Koloss besser, muss ich. Aber das ist nur mein Dafürhalten. Manchmal gehe ich auch noch auf Renovierungskits. Mal schauen, was da noch so übrig bleibt. Aber hier könnt ihr euch einen Überblick verschaffen und nach eurer Stadt und eurer Strategie und eurer Fassung eben entscheiden, was ihr haben wollt. Hier ist ja auch an der Seite immer das kleine Bild. Wie gesagt, die Reihenfolge wird anders sein. Aber man kann so ungefähr abschätzen, was dran kommen wird. Okay. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Ein ziemlich langes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf Video Nummer 60 spätestens dann. Wahrscheinlich gibt es noch ein Geschätz zwischendrin. Ja, mal schauen, was sich sonst noch irgendwie so ergibt. Wir sehen und hören uns. Und bis dahin. Ich habe mich jetzt leer gequatscht und werde jetzt erstmal in meiner Stadt aufräumen, also einsammeln und dann werde ich neu aufstellen und dann werde ich schauen, wie ich das Ganze bewältige. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst und es würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal, so ihr ihn noch nicht abonniert habt, abonnieren würdet. Ansonsten freut es mich. Vielen Dank bei all denjenigen, die es gemacht haben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Christon. Eine Stunde. Grüße an diejenigen von mir, die ihre Arbeiten immer zu spät zurückbekommen. Jetzt wisst ihr warum. Nein. Ich habe eine neue Strategie. Ich bin nämlich einer dieser Lehrer, die die Arbeiten gerne spät zurückbekommen.